Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe wieder fleißig bei Shein eingekauft. Ich habe mega nice Sachen gefunden. Also das erste Oberteil, was ich mir geholt habe, habe ich bereits an. Das ist einmal hier so ein cropped Oberteil mit so einem, mit so einem Muster. Ich habe mir noch zwei Basic Sweater in Schwarz und Weiß. Es ist sehr kuschelig innen drin. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es ist auf jeden Fall angenehmer Stoff. Genau, und das komplett gleiche halt nochmal in Schwarz. Sieht genau gleich aus. Dann habe ich mir noch so ein Oversized-T-Shirt geholt in so einem Minzgrün mit drei so weißen Palmen drauf. Das ist schon sehr oversized. Das ist schon sehr oversized geschnitten, also wie ihr seht. Man sieht es vielleicht auch hier im Spiegel ein bisschen. Es ist schon sehr lang und es ist eine Größe S. Also dann kommen wir zu einem Oberteil. Das hatte ich im letzten Shein-Haul auch schon mir bestellt, bloß in so einem Beige. Und ich habe es mir jetzt nochmal in zwei anderen Farben bestellt, nämlich wieder dieses Minzgrün. Ich feiere das nämlich im Moment extrem. Ich finde es mega schön. Ich habe diese Oberteile in der Größe M. Und dann genau das gleiche nochmal in Lila. Ich finde einfach, die Oberteile sitzen mega schön. Allerdings finde ich, das Lila ist irgendwie viel enger, obwohl es die gleiche Größe ist. Keine Ahnung warum. Genau, mega schöne Farbe und ich liebe es voll, vor allem mit einer weißen Jogginghose. Aber dazu kommen wir später noch. Das nächste Teil ist so ein richtiges Sommertop, also es ist sehr kurz. Es hat so einen, ist so orange, aber sieht irgendwie so ein bisschen verwaschen aus. Also so ein ganz, ganz helles Orange. Und ich weiß nicht, vielleicht sieht man es im Spiegel, aber ich kann mich auch einmal drehen. Es hat hinten sehr viel offenen Rücken. Dieses Top finde ich mega nice. Ich finde es einfach ultra schön. Irgendwie mag ich die zwei Farben. Dieses Weiß mit diesem bräunlichen Braun-Grauen. Finde ich extrem schön. Auch wieder mit der weißen Jogginghose nice. Oder mit jeder Jeans. Also kann man eigentlich fast zu allem anziehen. Deswegen super. Wir ignorieren jetzt mal kurz diesen BH-Träger. Ich brauche den einfach für später nochmal, deswegen lasse ich ihn einfach gleich an. Aber das ist das nächste Oberteil. Ich habe dieses auch wieder insgesamt in drei Farben. Einmal hier in Pink. Ich finde den Schnitt einfach mega gut, also es ist extrem kurz. Ich finde es einfach süß, man kann es zu einem anziehen. Es ist so basic. Und damit man wieder gut kombinieren kann, habe ich es einmal noch in Schwarz geholt und einmal noch in Weiß geholt. Und zum Thema Weiß ist ja immer das Problem, durchsichtig nicht. Also wenn man hautfarbene Unterwäsche oder hautfarbenen BH anzieht, ist gar nichts durchsichtig. Also ihr seht es ja, also man sieht halt wirklich gar nichts durch. Machen wir weiter mit den Hosen und ich hatte es vorhin schon angesprochen, diese weiße Jogginghose ist auch von Shein. Ihr seht, die ist riesig. Ich habe sie mir in Größe L geholt, damit sie eben so locker sitzt. Und hier oben kann ich sie ja immer noch zuschnüren. Ich habe sie halt jetzt nicht zugeschnitten. Wenn ich sie ganz eng mache, dann kann ich sie auch tragen und dann passt es. Dann hat sie einen lockeren Schnitt und genau. Die nächste Hose ist eine kurze Hose, so eine kurze Joggerhose, wenn man das so sagen kann. Die ist so, oh, ich liebe diesen Schnitt. Leute, ihr müsst euch diese Hose holen. Die ist super bequem. Die sitzt mega gut. Die hat hier ein relativ enges Gummiband und hat Taschen. Und weil ich nicht schon genug Jeanshosen habe, habe ich mir nochmal eine bestellt. Da habe ich mir diese hier geholt. Die ist auch sehr lang. Also wenn man Schuhe anhat, liegt die auch richtig geil drauf. Allerdings ist die mir hier ein bisschen groß. Mit einem Gürtel passt es aber. Ich hätte mir aber auch eine XS nehmen können, also XS hätte auf jeden Fall besser gepasst. Gab es auch in ein paar anderen Farben, glaube ich, also in dunkleren Jeans, mittlerem Jeans, Farbton und so weiter. Dann habe ich mir noch so eine Jacke geholt, so eine Oversized Jacke, das ist Größe S, also die ist schon Oversized. Vielleicht sieht man es wieder im Spiegel, die geht mir über den Po. Das nächste, was ich mir geholt habe, das ist eigentlich gar nicht das, was ich mir holen würde, aber ich habe es bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen. Und zwar ist das so ein Ganzanzug. Das ist so ein Romper oder wie die Dinger sich nennen. Ja, der ist ganz eng, kurz, aber ich finde, der sitzt mega gut. Das ist eine S.
sehr stretchy, also ich habe noch Platz, aber falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lieber eine Größe größer nehmen. Also, genau. Und dieses Kleid war das Kleid, wofür ich diesen einen BH träge und den BH einfach nochmal brauchte. Da ist der Rücken auch so halb offen. Genau, das hat so Blümchen drauf, gab es auch einen Haufen verschiedenen Farben. Ich glaube noch in Blau und Grün und so. Ich fand alle mega nice, die sahen so richtig aus, als würde man jetzt zum Strand laufen und oh, ich finde diesen Vibe einfach nice. So sieht es aus, also es hat die perfekte Länge, finde ich. Also es ist nicht zu kurz, es ist auch nicht zu lang. Ich liebe, liebe, liebe dieses Kleid einfach. Also das waren jetzt alle Klamotten. Und jetzt habe ich aber noch Accessoires. Ich habe mir eine Kappe geholt, Cappy, wie auch immer. Und zwar habe ich mir eine schwarze Cappy geholt, weil ich einfach keine schwarze hatte. Und so oft denke ich mir so, es wäre jetzt so cool, hätte ich eine schwarze Cappy. Dann habe ich mir so Haarspänkchen geholt, nämlich diese hier. Ich kann es mal aufmachen. Genau so sehen die aus. Dann habe ich mir noch eine Hülle geholt, nämlich so eine. Eine Hülle mit so einem Band eben, weil ich hatte auf meinem alten Handy auch so eine Hülle und ich habe die wirklich oft benutzt, weil es einfach praktisch ist, wenn du nur dein Handy mitnimmst. Dann habe ich mir diese Spangen hier geholt. In letzter Zeit benutze ich nämlich solche Spangen mega gerne. Ich habe auch schon zwei von Shein. Ich zeige euch mal eine hier, weil die lag gerade auf meinem Tisch. Ich benutze die so oft. Dann habe ich noch das Teil hier geholt. Das ist so ein Lockenteil. Also man legt sich das so auf den Kopf und wickelt die Haare drumherum. Da waren noch zwei Haargummis dabei. Habe ich noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, wie die Locken dann werden. Dann habe ich mir noch zwei Taschen geholt. Die gleiche Tasche, nur in zwei Farben, schwarz und weiß. Schon in letzter Zeit oft, wenn ich ein Outfit anhabe, denke ich mir, wenn ich so eine Tasche jetzt hätte, das würde mein Outfit richtig aufpimpen. Genau, deswegen habe ich mir zwei geholt. Genau, mega schön. Dann habe ich mir noch zwei so, so Ketten geholt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber so Ketten, die man so ans Handy oder so machen kann. Dann habe ich mir noch einen Haufen Ringe bestellt. Ich trage eigentlich hauptsächlich goldenen Schmuck. Genau, noch einmal die Ringe. Dann habe ich mir auch einen Haufen goldener Ketten bestellt. Ich glaube, die waren mega günstig. Ich glaube, das waren 7 Stück für 3 Euro oder... Oh, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall waren das richtig viele und deswegen dachte ich, so nehme ich mir mit. Dann habe ich noch ein paar Ketten. Also die haben sich jetzt hier verwurstelt, aber auf der Webseite. Da könnt ihr das auf jeden Fall ganz gut erkennen. Das ist einfach das Sternzeichen. Einmal in ausgeschrieben, das Sternbild und hier dieses eine Zeichen halt. Dann habe ich mir noch, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das ist so ein Teil, das macht man aufs Handy drauf hinten. Dann ist es so ein Ring zum Festhalten, dass man das Handy halt gut in der Hand hat. Und das ist so ein durchsichtiges Herz, wo so ein silberner Ring dran ist. Und das letzte Teil, eine Bürste. Die habe ich mir aber nicht bestellt, sondern es war einfach nur ein Geschenk, das man sich aussuchen konnte. Da dachte ich so, okay, komm, nehme ich mit. Vielleicht gefällt sie meiner Schwester oder keine Ahnung. Habe ich einfach mitgenommen, weil es das einzige normale Geschenk war, was man sich dort aussuchen konnte. Leute, das war's mit den Sachen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich schnell geredet habe, langsam geredet habe, ob ich alles genau erklärt habe oder nicht. Ich hatte irgendwie gerade gar keinen Überblick. Ich habe einfach eins nach dem anderen hier gezeigt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet hier ein paar Sachen gesehen, die euch gefallen, die ihr nachkaufen wollt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!